was bisher geschah. J'accuse Jacques der Affe. Was? Einspruch. Es gibt keine Beweise für ein Affentheater hier. Nein, fragen wir die Zeugen. Und so geht's weiter. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Tales of Monkey Island Episode 4. Und es geht weiter und wir werden jetzt mal versuchen, das Glasauge an den anderen Fuzzi weiterzugeben. Ich brauche mal eine Unterbrechung. Euer Ehren, ich bitte um eine Unterbrechung, um mich mit meinem Mandanten zu besprechen. Bailiff, begleiten Sie bitte Kapitän Threepwood zum Bau. Ei, ei, euer Ehren. Hey, Wache! Was willst du? Mein Anwalt. Ich will meinen Anwalt sehen. Schon wieder? Ja, immer noch. Er wird einfach nicht schlauer. Hier, Glasauge. Kapitän Doro? Hast du es? Ein nahezu unverwüstliches Glasauge mit Pockenfarben, so wie es jeder Pirat trägt. Hutchison, Topeka und Santa Fe! Ai, 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 ai. My eye is really scary. Oh, okay. Also, Crimp Digit zufolge muss man es zum Aktivieren nur noch in die Augenhöhle drücken. Wie sehe ich aus? Gefährlich. Eklig. Du willst damit sicher gefährlich cool sagen, richtig? Sicher, wie du meinst. Also jetzt mal zu deiner Aussage. Kein Problem, mi amigo. Ruf mich einfach in den Zeugenstand und frag mich zu dem hier. Deine Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten Schatzkarte? Wie hast du die denn hier reingeschmuggelt? In meinem, sagen wir mal, Mund. Das war bestimmt nicht im Mund. Das war bestimmt woanders. Das war bestimmt im Pipu-Pipi-Pipu-Pipe. Das ist eklig. Ich den kennen. Hallo. Wer geht? Oh, Sie sind. Ich bin der Anwalt und ich muss zurück ins Gericht. Ich würde gerne zum Gericht zurück, um meinen Mandanten zu verteidigen. Aber selbstverständlich. Mal wieder. Suchen wir Richter Grindstone. Nachdem ich schon Pretty Busy Tishy Pushy oder wie die Katze hieß, so versammelt. Magnetisch der Vorsitzende ist an den Affen gebunden hat. Wallace P. Grindstone. Zeit ist Grog, Kapitän. Ja, ja. Ich möchte einen Zeugen aufrufen. Und zwar... Joaquim Doro. Ich rufe Joaquim Joquinto de Meara Alfonso Doro in den Zeugenstand. Joaquim Doro. Schwören Sie auf Blackbirds Holzbein nach bestem Piratengewissen die Wahrheit zu sagen, ohne dass Sie der Grog beeinflusst? Sie? Senor Doro. Kapitän Doro. Ja, natürlich. Warum sind Sie heute hier? Ich wurde kürzlich verhaftet. Mir wird vorgeworfen, eine gefälschte Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten Statue verkaufen zu wollen. Eine gefälschte Statue, die Guybrush Threepwood hergestellt hat. Das war eigentlich keine große Überraschung. Ihr Zeuge, Herr Anwalt. Du kannst mich mal, du kannst mich mal. Die Oroskarte. Kapitän Doro, was können Sie mir über diese Karte sagen? Einspruch! Beweisstück 42 der Verteidigung, euer Ehren. Diese Karte hat der Zeuge benutzt, um seinen Dark Ninja Dave Power Piraten zu finden. Ich erlaube es. Aber... Halten Sie Ihren geschwätzigen Alter den Mund! Hui! Fahren Sie fort. Ich habe diese Karte in eBay vor 6 Monaten von einem Vertreter mit einer karierten Jacke und wedelnden Armen gekauft. Aha! Er sagte, es sei eine Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten Schatzkarte. Aber ich habe seitdem erfahren, dass sie genauso falsch wie der falsche Powerpirat ist, zu dem sie mich geführt hat. Und wer war dieser feige Schwindler, der Ihnen die Karte verkauft hat? Es war... Hey, schaut euch das an! Ich hatte dieses Dokument völlig falsch abgelegt. Euer Ehren, im Auftrag der Porzellan Power Piraten Corporation möchte ich darum bitten, dass alle Anklagen im Zusammenhang mit der gefälschten Dark Ninja Dave Actionfigur gegen die Kapitäne Joaquim Doro und Guybrush Threepwood fallen gelassen werden. Gut durchdacht, Herr Anwalt. Im Fall Porzellan Power Piraten gegen Doro, Doro gegen Threepwood und so weiter und so weiter und so weiter, entscheidet dieses Gericht für den Angeklagten. Das soll Gerechtigkeit sein. Wer wird gehängt? Niemand. Ihr wollt du. Einen hängen? Macht nur so weiter, ihr Landratten. Ah, gut.
Ich habe das Glasauge. Ach ja, jetzt habe ich noch das mit dem scheiß X. Was mache ich mit dem X? Mit Erlaubnis des Gerichts möchte ich Bailiff Hardtack in den Zeugenstand rufen. Gerichtsdiener Hardtack! Oh, das bin ich. Schwören Sie auf Blackbirds Holzbein nach bestem Piratengewissen die Wahrheit zu sagen, ohne dass sie der Grog beeinflusst? Denke ich mal. Bailiff Hardtack, könnten Sie mir sagen, was Sie von Guybrush Threepwood einfordern? Damals auf Spinner Cay wollte ich gerade meine bescheidene Schatztruhe vergraben. Meine Sammlung aus Spaghetti-Sieben, meinen silbernen Paprikastreuer und so weiter. Als plötzlich dieser Threepwood auf mich zugerannt kam, wild mit den Armen fuchtelte und mir sagte, dass direkt hinter mir ein dreiköpfiger Affe sei. Logischerweise drehte ich mich um. Und da war aber nichts. Als ich meine Fassung wiedergefunden hatte, war von Threepwood nichts mehr zu sehen und... Was am schlimmsten war... Ja? Er hat mein absolut noch taugliches X ausgegraben. Jetzt ist es ruiniert. Ach, komm schon. Du bist dran, Kumpel. Bullshit. Diese ganze Geschichte über ihr X ist doch nur eine einzige große Lüge, richtig? Nein, Sir. Doch, Sir. Come on, you're lying. Admit it. Nein, nein? Sir. Wieso redet er für jetzt Englisch? Machen Sie mal halblang. Oh, Sie haben mich, Sir. Aber warum? Nun, ich hatte nichts anderes mehr zu tun, nachdem du meinen Boss getötet und mich arbeitslos zurückgelassen hast. Ich hätte dich dafür belangen sollen. Ich habe ihn nicht getötet, er hat sich selbst abgeschossen, nachdem er gegen meinen Gummibaummast geschossen hat. Ich beantrage die Feststellung der Ungültigkeit des Verfahrens wegen schwerwiegender Verfahrensverstöße. Miep. Gewehrt! Gerichtsdiener Hardtack, als Bestrafung für die Verschwendung wertvoller Zeit dieses Gerichts verfüge ich, dass Sie die Lissings-Perücke der Affigkeit so lange zu tragen haben, bis ich nicht mehr das Verlangen verspüre, Sie mit meinem Gerichtshammer zu feiner Pastete zu verarbeiten. Oh. Oh, das ist ja so entzückend. Oh ja. Gehen wir mal. Fallen gelassen. Unschuldig. Hm? Ja? Herzlichen Glückwunsch, Kapitän Threepwood. Sie scheinen sich von all Ihren Zivilklagen befreit zu haben. Na, das wenigstens mir den Wind aus den Segeln, Stumpfi. Ich gehe da. Warten Sie! Was ist das? Auf der anderen Seite dieses abgewetzten Papiers scheint sich ein Anklagevorwurf zu befinden. Was? Hä? Körperverletzung mit geschmolzenem Nacho-Käse ist kein Verbrechen? Was haben wir noch? Die Kreation, Inkubation, Dissemination, Proliferation und Mastikation von Pocken oder einer pockenähnlichen Krankheit. Oh. Hier auf Fortsinn ist das ein Verbrechen. Yeah! Pocken! Auf was plädieren Sie? Nicht schuldig. Mit welcher Begründung? Die Pocken sind nicht meine Schuld, sondern LeChucks. Es hat alles mit dem verfluchten Schwert von Kaflu angefangen, beim Gelato-Felsen. LeChuck machte irgendwas Böses mit Affen und ich war nur... Aber dann hat LeChuck meine Malzbierflasche zerbrochen und ich musste Ersatz für die Zutaten der Voodoo-Lady finden. Und dann wurde LeChuck zu einem Menschen und sein Voodoo machte... Boom! Nun, das ist alles nicht meine Schuld. Euer Ehren, der Angeklagte rudert mit den Armen. Und, das können Sie mir glauben, ich kenne mich aus mit dem Rudern. Aber mal im Ernst. Wir alle wissen, dass die Pockenwolke diese schöne Insel überzog, kurz nachdem der Angeklagte und sein blutendes Anhängsel an unsere Küste gespült wurden. Ei! Das war in der Tat ekelerregend.
dann, nachdem sie alle, die in Sicht waren, befallen hatte, verschwand die Pockenwolke auf magische Weise. Und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, als Guybrush mit dem einzigen Schiff in Flotsam, das er zuvor gestohlen hatte, wenn ich das hinzufügen darf, davon segelte. Das stimmt gar nicht! Das stimmt! Hey, ich hatte das Schiff anständig und ehrlich gewonnen. Jetzt ist Greenwood wieder hier und so auch die Pockenwolke. Blub, blub. Was für ein Zufall. Und gleichwohl steht er hier und tischt uns fantasievolle Geschichten über LeChuck, Voodoo-Schwerter und einen sogenannten Gelato-Felsen auf. Nun, Greenwood, es gibt den Gelato-Felsen, du dummer Apfel. Unwahrscheinliche Geschichte. Habe ich. Sie ist... Oh, oh. Plünderhäschen. Haha, haltet ein, ihr plärrenden Belugas. Wie sieht denn Elaine aus? Bringt mir Beute, Plunder und Tat. Elaine, weniger Plünder, mehr Häschen, bitte. Und du, mein schöner Junge, lass uns in die Kapitänskajüte gehen, wo ich klingen werde. Oh, Junge. Ach, dich endlich wieder umarmen zu dürfen, das macht mich ganz... Was ist das? Es riecht nach Verrat. Wer ist diese wertlose Dirne? Niemand! Niemand! Meine rostige Klinge wird sie töten! Das war's dann mit meiner Zeugin. Dann muss sie vorgeladen werden! Bailiff, laden Sie die Frau unverzüglich vor! Ja, Sir! Sie sollten Rudelvorladung benutzen, oder was? Diese kecke Meereshexe sieht nicht so aus, als respektiere sie das Piratengesetz! Was für ein Piratengesetz? Aber erst werfen Sie den pockenverbreitenden Hintern des Angeklagten wieder in den Bau. Hallo, ich muss das sehr bitten, ja? Also du, rühr dich nicht vom Fleck, bis ich deine Kugel und Kette heraufbeschwört habe. Hey, so würde ich sie aber nicht nennen. Sie... Au! Könnte... Die wehrt sich. Das übel nehmen. Was ist mit dir passiert? Oh, ich werde dir sagen, was passiert ist. Ich ging in den Club 41, um diese Vorladung deiner besseren Hälfte zu übergeben, und sie warf mich schnurstracks aus der Bar. Oh. Autsch. Wenn du die Banshee auf dem Stand willst, musst du sie schon selbst bedienen. Ja, dann lass mich raus. Banshee. Red nicht so über Elaine. Die ist nur ein bisschen verpocken, Nabit. Ein bisschen kloppi, 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 blopp im Kopf oder so. Aber hey. Oh, ich hoffe nur, der Doktor kann meinen Kiefer wieder richten. Du weißt schon, dass er dir wahrscheinlich deinen Kiefer amputiert und du dann nicht mehr reden kannst. So. Was zum... Wow. Oh. Ah, Ladies Night. Guybrush, deine Frau hat den Verstand verloren. Und du wirst gleich einen Körperteil verlieren, du Seekuh. Elaine, Zuckerkeks, hören wir mit dem Streiten auf und diskutieren das bei einem schönen kalten Grog. Entweder ihr Kopf oder deiner bilden, Junge. Oder ihr beide könnt dieses Missverständnis allein klären. Ich bleibe hier drüben und bewundere die Fähigkeit meines Kopfs, am Hals befestigt zu bleiben. Oh, Mädels. Ein Rezept für etwas namens Fat Island Fuzzy Nostril. Oh, Scheiß. Ich muss jetzt das Buffet fertig machen, oder? Wahrscheinlich, bei meinem Glück. Ey, Uschi. Du machst das Messerspiel, das ist nicht witzig. Was willst du? Schön, dass wenigstens eine Piratin in dieser Bar nicht eine kampfsüchtige Irre ist. Oh, das bin ich schon. Ich tanke nur meine Kohlehydrate auf, bevor ich in den Kampf eingreife. Es war noch nie gut, mittendrin wegen Unterzuckerung schlapp zu machen. Ah ja. Du bist doch nicht verärgert wegen der Gerichtsverhandlung, oder? Warum sollte ich wohl auch darüber verärgert sein, dass ich mich selbst beim Streben nach einer überfälligen Vergeltung abscheulich entstellt habe und diese dann im letzten Moment mir grausam vor der Nase weggeschnappt wurde? Mimi. Sag mir. Tat es sehr weh. Was soll weh getan haben? Als du vom Piratenhimmel gefallen bist. Nein, aber das hier wird. Autsch. Halt dich von Guybrush fern, du Meereshexe! Ah.
Oh mein Gott. Zucker. Wonach ich schon lange gesucht habe. Ein mit Ameisen verseuchter Zucker. Da sind Ameisen drin. Das ist ja eklig. Mädels. Ernsthaft. Könnt ihr euch mal einkriegen? Scheint ganz einfach zu sein. Lass doch mal den Sack los. Oh, geil, bespannt dich wahnsinnig. Elaine. Hey, Liebling. Was? Könntest du das nehmen? Nur, wenn du das nimmst. Okay. Ob sich Elaine irgendwann wieder einkriegt und was wir hier noch so machen müssen, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.